heute Morgen war es hier auf dem Berg richtig diesig und neblig und man hat kaum seine eigene Hand vor Augen gesehen. Ja, wir haben die Pferde eingefangen, gefüttert, geputzt, gesattelt. Jetzt hat sich auch schon ein bisschen aufgeklärt. Man kann also schon mal weiter als 10 Meter schauen. Und jetzt reiten wir gleich los in den Nationalpark und der Carlos, unser Guide, hat erzählt, dass besonders heute ein guter Tag zum Filmen und Fotografieren ist, weil es hier eine Menge an Wildpferden gibt und auch an diesen wunderschönen Kühen, die hier überall rumlaufen. Und die Aussichten sind halt sehr, sehr schön. Ich bin gespannt und deswegen auch sehr froh, dass es jetzt mittlerweile ein bisschen aufgeklärter ist, also der Himmel ein bisschen aufgeklärt hat. Vielleicht haben wir sogar noch Glück und die Sonne kommt noch zum Vorschein. Mal sehen. Jetzt geht's auf jeden Fall gleich erstmal los. Also wir reiten jetzt hier immer weiter nach oben und hier sind ja wie gesagt sehr, sehr viele Kühe, die hier so rumlaufen, so ganz für sich. Und hier vorne sind ein paar Hütehunde und ich glaube, die haben mehr Angst vor uns, als wir vor denen haben sollten. Der Berglöwe. Und die haben alle Glocken an, damit die halt hier in den Bergen auch wiedergefunden werden. Ja, sozusagen, wenn die sich dann bewegen, dann hört man halt eben das Glöckchen läuten und dann kann man die ungefähr orten. Und die sind richtig, richtig hübsch. Das sind sehr, sehr, sehr hübsche Kühe. So circa auf 1100 Meter Höhe. Ja, ich weiß nicht, ich sage das glaube ich jedes Mal, dass die Aussicht unglaublich atemberaubend ist, aber es ist halt einfach so. Man guckt euch das an. Das ist einfach. Es ist meistens ja auch im Video gar nicht so gut rüberzubringen, wie es dann tatsächlich aussieht. Also müsst ihr wohl hier mal hinkommen. Die Pferde haben wir jetzt hier hinten an den Bäumen angebunden. Die machen jetzt Pause, fressen ihr Futter. Das heißt, auch für uns gibt es jetzt den Lunchbreak. Also wir haben jetzt gerade die Pferde hier trinken lassen und dann ist hier ein Wildpferd angekommen, sehr nah, um sich das Ganze hier mal anzugucken. Okay, der Hengst der Herde. Also das Wildpferd folgt uns jetzt gerade, oder ist uns gerade gefolgt. Da ist er. Ist wahrscheinlich not amused, dass wir hier an seiner Herde vorbeigehen. Verrückt. Er beschützt seine Familie. Schirmt uns total ab. Und jetzt, wie man sieht, trommelt er seine Familie so ein bisschen zusammen. Er passt halt gut auf. So wird hier Heu gelagert. Ja, außenrum ist es halt ein bisschen vertrocknet und eher so ungenießbar. Und innen drin
ist es wohl immer noch frisch und grün. So, wir sind an unserem heutigen Platz, Bestimmungsort, Zielort, wie auch immer, angekommen. Nachdem wir die Pferde abgesattelt haben, haben die hier direkt was zu fressen bekommen. Dann haben wir sie noch einmal abgebürstet und die Hufe kontrolliert. Ja, und jetzt fressen die erstmal ganz in Ruhe. Die sind auch gar nicht so verschwitzt und K.O. wie gestern. Und dann kommen sie jetzt gleich wieder auf eine Wiese und können dann da bis morgen chillen.